Ja, hallo zusammen. Wir sind ein interdisziplinäres Projekt mit einem typischen langen Namen, den ich jetzt nicht vorlese, sonst ist die Folie gleich weg. Zusammengefasst wollen wir Blended Learning in zwei Dimensionen fördern. Zum einen didaktische Innovation voranbringen, also Lernerzentrierung, Kompetenzorientierung, wären hier zwei bekannte typische Stichwörter. Und zum anderen wollen wir mit Blended Learning ganz konkrete räumliche Grenzen überwinden. Die Uni Mainz gibt es nämlich nicht nur in Mainz, sondern auch in 100 Kilometer entfernten Germersheim. Wir schließen über die Rhein-Main-Allianz erste Kooperation mit Frankfurt und Darmstadt. Und dann haben wir in Mainz noch das international tätige internationale Studien- und Sprachenkolleg. Ja, das ISSK bereitet ausländische Studienbewerber auf die Feststellungsprüfung vor, mit deren Bestehen sie die deutsche Hochschulzugangsberechtigung erlangen und somit auch nachweisen, dass sie die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse erwerben. Die Herausforderungen liegen wahrscheinlich schon auf der Hand. Einerseits haben wir es mit sehr heterogenen Studierendengruppen zu tun, die oftmals aus sehr verschulten Lernsystemen kommen und es eher gewöhnt sind, passiv Lerninhalte zu konsumieren. Andererseits wird die Durchführung von Problem-Based Learning am ISSK auch durch strukturelle Begebenheiten erschwert, unter anderem den engen Zeitplan. Genau, und was noch hinzukommt, ist, dass in deutschen Studiengängen diese Lernerzentrierung, von der ich anfangs sprach, ja immer mehr gefördert wird. Also selbstständiges, aktives Lernen, Kollaboration, Problemlösefähigkeit etc. Und wir sind eben im Team dann zu dem Schluss gekommen, Problem-Based Learning soll dabei helfen. Genau gesagt das Seven-Jump-Modell, nach dem an der Universität Maastricht ausschließlich gelehrt wird. Das System ist sehr flexibel, das haben uns die Dozierenden aus Maastricht auch bestätigt. Gleichzeitig ist man gezwungen, den aktiven wissenschaftlichen Arbeitsprozess in diesen Schritten zu durchlaufen. Die Dozenten am ISSK haben diese Idee erstmal grundlegend akzeptiert, gleichzeitig aber die Sorge geäußert, dass über diese Form der Lehre die Wissensvermittlung zu kurz kommt. Wir mussten also im Gesamtkonzept eine Balance finden zwischen Instruktion und Konstruktion. Und diesen kurvigen Weg, wenn man so will, haben wir folgendermaßen unterstützt. Ja, zunächst wurde ein zweiteiliger Workshop zur ISSK-weiten Standardisierung des Open-ULAT-Kurses durchgeführt. Hier haben wir ein System entwickelt, das den Lehrenden und Studierenden einerseits fixe und wiedererkennbare Referenzpunkte bietet und den Lehrenden aber gleichzeitig die individuelle Anpassung ihrer Lerninhalte ermöglicht. Ein zweiter Schritt war die Organisation eines Workshops zum Problem-Based Learning im Blended-Learning-Kontext. Und natürlich wurden die Studierenden auch auf ihre aktive Lernerrolle vorbereitet. Unter anderem haben wir einen Flyer konzipiert zum Seven-Jump-Modell und die Umsetzung natürlich begleitet und beraten. Ja, wie kann man nun mit Problemlehre gestalten? Ausgangspunkt zum Lernen bietet ein authentisches, motivierendes, komplexes Problem. Problem und Probleme im Problem-Based Learning bedeuten nicht unbedingt eine Schwierigkeit. Sie können genauso gut eine Herausforderung darstellen oder ein Dilemma zum Beispiel. Die ersten Lehrenden, die einsatzbereit waren mit ihrem Problem-Based Learning-Konzept, kamen aus der Biologie und Geschichte mit den Problemthemen, die hier angezeigt sind. Und die beiden Lehrveranstaltungen haben Problem-Based Learning sehr unterschiedlich eingesetzt, was das PWL-Projekt an sich angeht, wie die Lehrenden dann doch eingegriffen haben mit Literaturvorgaben und Leitfragen. Was aber beiden Lehrveranstaltungen gemein ist, ist eben, dass PWL nur ein Teil des Gesamtkonzeptes der Lehrveranstaltung war. Ja, wie man hier sieht, sind ganz unterschiedliche und spannende Ergebnisse entstanden. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl, also Legetrick-Videos, Drehs vor Ort oder auch animierte Videos im Prinzip. Und interessant war halt, dass trotz des hohen Lernpensums die Studierenden sehr viel Engagement in der Lösung und digitalen Aufbereitung vor allem der Probleme gezeigt haben. Für uns im Team war die Erkenntnis sehr interessant, eben dass die Schritte, die wir weit im Vorfeld der Umsetzung gemacht haben, also diese OLAT-Standardisierung, alle zu informieren und auf den gleichen Wissensstand zu bringen, dass die sehr hilfreich waren für das Projekt, um eben eine Balance zwischen diesen beiden Polen zu generieren, die ihr hier seht. Abschließend daher unsere These, eine gelingende, flexible Skalierung ist nicht nur die Suche nach maximaler Anpassbarkeit, sondern eine möglichst klare und auch frühe Aufteilung
in feste, standardisierte Referenzpunkte und in flexible, individuelle Gestaltungsräume. Vielen Dank.